Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich will zunächst auf die Denkwürdigkeit der Situation eingehen, in der wir diese Beratungen durchführen. Aufmerksame Beobachter dieses Parlaments, also Medienvertreterinnen und Vertreter, die uns schon ein bisschen länger kennen, haben bei der Einschätzung dieser Haushaltswoche den Schluss gezogen, wir hätten sie irgendwie in einem anderen, in einem besseren Klima zustande gebracht. Nicht, dass die Differenzen nicht wahrgenommen worden wären, aber man hat festgestellt, es hätte mehr Achtung vor dem Argument der anderen gegeben. Und ich gebe auch die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages auch der Kollege Johannes Kahrs an dieser Verbesserung des Klimas mitwirken wird. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir hatten noch nie so eine große Differenz zwischen der Kabinettsentscheidung zum Bundeshaushalt, das war im Juli, und der Einbringung im Parlament. Das ist natürlich kein Vorwurf, weil hier auf veränderte Dynamik der gesellschaftlichen Bedingungen reagiert werden musste. Und auch an uns, an das Parlament, ist gemeinsam diese Aufgabe gestellt, diese veränderten Bedingungen, diese enorm gestiegene Dynamik wahrzunehmen, anzunehmen als Herausforderung. Und wenn wir das gut machen, können wir dieser Verantwortung auch entsprechen. Ich habe mir noch mal genau durchgelesen, was Bundesminister Schäuble am Dienstag gesagt hat. Er hat es freundlicherweise hier noch mal zitiert. Er hat gesagt, deshalb hat die Bewältigung der Flüchtlingssituation absolute Priorität. Und dann kam der Satz, dem haben sich dann andere Ausgabenwünsche unterzuordnen. Ja, habe ich mir gesagt, was soll denn ein Finanzminister anderes sagen als einen solchen Satz? Auf der anderen Seite halte ich das für das Parlament ziemlich bedenklich, weil wir natürlich auch von unserem Königsrecht ja Gebrauch machen wollen, hier Veränderungen einzubringen, gesellschaftliche Veränderungen wiederzuspiegeln. Und auch hier kann es nicht darum gehen, dass nur der eine oder der andere Recht hat. Auch hier ist es eine Frage der Balance von Maß und Mitte. Was wir natürlich trotz dieser mahnenden Hinweise, die wir eben wieder gehört haben, und wahrscheinlich als Einzige einbringen, ist die Thematisierung der Einnahmenseite. Es ist vielfach in dieser Woche von der gewachsenen sozialen Spaltung in unserer Gesellschaft geredet worden. Die Tatsache, dass die obersten Schichten der im Reichtum und Vermögenszugang zwar immer kleiner, aber immer reicher werden, hat doch unter anderem auch was mit der Verfasstheit unserer Erbschaftssteuer zu tun. Und deshalb können Sie sich auch nicht mit noch mehr Ungerechtigkeiten in anderen Ländern herausreden, Herr Bundesfinanzminister. Wir sagen deshalb Markenzeichen, linke Haushaltspolitik sind nicht neue Schulden, sondern eine gerechte Steuerpolitik. Und natürlich werden wir jetzt noch einige Veränderungen vorschlagen am Bundeshaushalt. Nur wenige Beispiele über den sozialen Wohnungsbau haben die Kolleginnen und Kollegen von der SPD schon gesprochen. Ich habe heute Morgen auch kritisiert, dass von den 4,5 Milliarden aus der Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen nur ein relativ kleiner Teil in den Breitbandausbau gehen soll, können wir nicht akzeptieren. Wir werden uns hier für Veränderungen einsetzen, meine Damen und Herren. Und schließlich, ja, in wenigen Tagen werden wir über 25 Jahre deutsche Einheit sprechen. Wir werden anschauen, was gelungen ist, aber auch darauf aufmerksam machen, dass wir es nach wie vor mit großen Unterschieden zu tun haben. Dass wir eben einen doppelt so hohen Sektor im Niedriglohn, in Zeitarbeit, in Befristungen im Osten haben im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, dass Kaufkraftvermögen noch weit auseinanderfallen. Und in dieser Situation verstehe ich die Bundesregierung an einer Stelle überhaupt nicht. Was soll denn jetzt dieser komische, unverständliche Vorschlag auslösen, die Hartz-IV-Bezüge um 5 Euro zu erhöhen? Da geht es Ihnen doch nicht anders als mir. Ich mache meine Sprechstunden sehr viel im öffentlichen Raum. Ich werde am Montag auf dem Marktplatz von Naumburg ein Argument hören, was mir nicht passt, aber was natürlich bedient wird. Man wird mir sagen, ihr habt die ganze Woche über Flüchtlinge geredet, da habt ihr das Geld und für uns, die Ärmsten im eigenen Land, habt ihr es nicht.
Also mit solcher unsensibler Politik wird doch regelrecht Wasser auf die Mühlen der ganzen Gidas und dieser schrägen Truppen gesetzt. Also hier müssen Sie wirklich unbedingt korrigieren. Ich will zum Schluss noch etwas sagen, was mich in dieser Woche persönlich sehr bedrückt hat. Wir schreiben heute den 11. September, 9/11. Wir haben vor 14 Jahren hier im Saal zuerst den Atem angehalten und dann die Plenardebatte. Und ich werde auch nie vergessen, wie schwierig es für mich war, vor 14 Jahren genau an diesem Rednerpult die Position der PDS vorzutragen, als deren Fraktionsvorsitzender. Es ging zum einen darum, die Glaubwürdigkeit, unsere Glaubwürdigkeit der Trauer um die Opfer niemals in Zweifel zu ziehen. Und auf der anderen Seite aber darzustellen, warum wir uns der Aufforderung des Kanzlers Schröders zur uneingeschränkten Solidarität eben nicht anschließen wollten und damals gesagt haben, Krieg wäre die falsche Antwort auf den Terror. Und wir haben auch gesagt, jetzt wird sich zeigen, wie zivilisiert die zivilisierte Welt wirklich ist. Gregor Gysi hat das am Mittwoch als PDS-Position zum Afghanistan-Krieg hier vorgetragen und es wurde mit ziemlich viel Häme quittiert. Nun hat er das, wie unser Vorsitzender das gerne so macht, etwas forsch getan. Aber ich will ja ausdrücklich sagen, wenn wir diese historische Differenz hervorheben, dann geht es uns, meine Damen und Herren, nicht um Rechthaberei. Dann geht es uns aber sehr wohl darum, historische Lehren aus historischen Taten, aus parlamentarischen Entscheidungen zu ziehen. Und deshalb sage ich Ihnen, es ist nun an der Zeit, Kriegsbeteiligung und Waffenexporte einzustellen. Das wäre die Lehre aus der begonnenen großen Flüchtlingsbewegung und das wäre auch die Lehre nach 9/11. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Petra Hinze von der SPD-Fraktion das Wort.